Hallo und herzlich willkommen auf Epic, heute bei uns von Tasmanian Tiger Neuheiten 2022, der Reinforced Kammerband. Wer kennt das nicht? Ihr habt einen Plattenträger und habt natürlich nur begrenzten Platz, um eure Ausrüstung unterzubringen. Hinzu kommt natürlich, wenn ihr Ausrüstung habt, die schwerer ist wie Seitenplatten oder Funkgeräte oder sonstige Ausrüstung, die ein bisschen mehr Gewicht hat, dass die dazu tendiert, den Plattenträger in irgendeine Richtung zu verziehen. Sei es nach hinten, wenn ihr im Backpanel mehr habt, oder sei es an den Seiten nach unten, weil hier der Kammerband das nicht mehr mitmacht, weil einfach die Last zu hoch ist. Da ist auf jeden Fall ein Problem und dem hat sich das Tasmanian Tiger angenommen und jetzt neu den Reinforced Kammerband rausgebracht. Erstmal zum Thema Kammerband generell. Ihr seht es hier, bei diesem Tasmanian Tiger Plattenträger hat man einen klassischen Kammerband mit einer vollflächigen Mollefläche. Der hat relativ gute Struktur, ist aber natürlich auch von der Fläche her, wie ihr sehen könnt, relativ schlecht von der Belüftung. Also man hat hier natürlich maximale Fläche. Das gibt das Ganze auch nochmal skelettiert, aber je mehr man skelettiert, desto mehr hat man auch wieder Probleme dann mit der Last. Und da kommt hier der neue Reinforced Kammerband ins Spiel. Ihr seht es schon, der ist im Endeffekt fast die Hälfte von dem anderen Kammerband. Der wird einfach dann eingesetzt und ausgetauscht. Das machen wir auch gleich nochmal. Und er bietet euch hier 6 Reihen Molle in der Länge und in der Höhe auch nochmal jeweils 2 Schlaufen und ist mit einer Polymerplatte versteift auf der Innenseite, um hier eine horizontale Struktur zu geben. Das ist sehr, sehr cool, weil dann kann man hier auch wirklich Seitenplatten dranhängen oder auch andere Ausrüstung, die ein bisschen mehr Gewicht hat. Stichwort, wenn ihr Breacher seid und eure Schrotflinte irgendwo sichern müsst und hier den Weapon Catch habt, könnt ihr das hier einhängen. Also auch das wäre überhaupt kein Problem. Das macht der Kammerband hier auf jeden Fall mit. Zusätzlich habt ihr auf der Innenseite nochmal Flauschklett, das heißt, ihr seid auch kompatibel zu Klettmodulen, sei es eine Magazintasche von Tasmanian Tiger, die ihr von innen nochmal dagegen kletten könnt, um schnell nochmal zusätzlich Feuerpower oder Feuerkraft hinzuzufügen, indem ihr hier ein Magazin mehr auf der Innenseite tragt. Ihr könnt natürlich auch hergehen und von Fremdherstellern Artikel nehmen, wie zum Beispiel von Ferro Concepts, die Plate Pouch, die hier eingeklettet wird, oder aber ihr könnt hergehen und auf Cry schauen. Die haben die SPS-Taschen-Suite. Die ist nämlich so konzipiert, dass ihr hier die Taschen entweder mit Molle befestigt oder die einfach hier auf den Kammerband aufschieben könnt. Die haben so einen Durchlass und ein Klett auf der Innenseite. Und das hat natürlich den Vorteil, dass ich A, die Tasche sehr schnell positionieren kann auf dem Kammerband, wo ich sie brauche, oder aber halt auch bei Bedarf dann einfach entfernen, indem ich hier einfach kurz den Klett ein bisschen zusammendrücke. Dann kann ich hier die Magazintasche einfach runterziehen. Das Ganze funktioniert natürlich auch auf der Vorderseite mit der Rockschnalle. Ist ein bisschen mehr gefummelt, deswegen habe ich es jetzt hinten gemacht, aber auch das ist auf jeden Fall möglich. Ja, von der Montage her ist es eigentlich relativ simpel. Ihr nehmt euren bestehenden Tasmanian Tiger Plattenträger, öffnet hinten die Flappe, um hier an den Verstellbereich zu kommen. Ich habe jetzt hier auf einer Seite schon entfernt, damit es ein bisschen einfacher wird. Nehmt dann die bestehende Flap raus. In dem Fall hier ist es jetzt die Klettflap. Wenn ihr den skelettierten Kammerband habt, da habt ihr hier 3 Schlaufen, wo dann das Ganze durchgeführt wird und mit Bungee geführt wird. Aber das lässt sich auch komplett wegbauen. Und jetzt kann ich hier vorher noch die Rockschnalle lösen. Das zeige ich euch gleich beim Festmachen, wenn wir auf der Vorderseite sind. Und jetzt geht ihr her, nehmt den Kammerband, achtet dabei darauf, wie die Rockschnalle hier auf der Vorderseite ist. Das heißt, ich habe hier die Nasen am Kammerband und hier die Aufnahme auf der Oberseite. Das heißt, das ist die richtige Seite hier. Den kann ich jetzt hier hinten einsetzen. Habt ihr dann hier auch nochmal ein bisschen Platz, das Ganze in der Justierung zu setzen. Ihr könnt das entweder bündig setzen oder übereinander, überlappend, je nachdem, wie viel Bauch ihr habt oder wie viel Bauch ihr eben nicht habt. Setzt ihr das Ganze hier ein. Ich setze es jetzt einmal hier so ein. Und dann wird das Ganze hier nur noch zugemacht und zugeklappt. Ich kann natürlich jetzt auch hergehen, weil das ist der Riesenvorteil bei einem zweireihigen Kammerband im Vergleich zu dem anderen. Ihr seht es hier schon. Der ist natürlich über die volle Breite. Das heißt, hier habe ich keine Variation in der Höhe. Klett, überall Klett. Hier habe ich jetzt die Möglichkeit, den Kammerband entweder niedrig zu setzen oder ihn auch hoch zu setzen. Und das zeige ich euch, was das für einen Vorteil bringt.
Ich habe ihn nämlich jetzt hier an der Stelle mal niedrig gesetzt. Jetzt machen wir ihn einmal zu, dass ihr sehen könnt, was das für einen Vorteil bringt. Das heißt, hier vorne in die Rockschnalle rein, einmal schließen, das Ganze auf der anderen Seite wiederholen. Jetzt zeige ich euch den Plattenträger einmal von der Seite. So, was fällt euch auf? Ganz klar, der menschliche Körper ist nicht identisch aufgebaut, hinten und vorne. Das Kreuz ist meistens, gerade auch hier im Einsatzbereich, ein bisschen breiter. Das heißt, die Platte hinten sitzt in der Regel immer höher als die Platte vorne. Durch diese Versteifung und durch diese schmälere Form habe ich jetzt hier die Möglichkeit, die Platten schon mal von der Höhe her perfekt auszurichten, ohne dass ich hier irgendwas verbiegen kann. Der Kammerband umgibt den Körper wie einen Ring und hält die Platten hier auf der richtigen Höhe. Und durch die Versteifung habe ich jetzt hier natürlich auch den riesen Vorteil, dass man bei einem Backpanel, wenn hier mit Breacher-Ausrüstung gearbeitet wird, schweren Bolzenschneidern oder Hammer oder sonstiges Zugriffswerkzeug, was normalerweise so ein Plattenträger immer hinten runterzieht und dann die Frontplatte natürlich vorne hochzieht, das begünstigt hier oder verhindert der Kammerband, der Reinforced-Kammerband von Tasmanian Tiger auch perfekt durch die feste Struktur. Lösen geht bei den Rockschnallen extrem einfach. Einfach nach unten ziehen, schon ist das Ganze offen. Und ihr seht hier auch schon, durch die etwas festere Form in der Horizontalen geht das Ganze auch gleich zur Seite auf. Das heißt, auch hier beim Abwurf habe ich überhaupt kein Problem, mich irgendwo rauswinden zu müssen. Das geht extrem schnell. Der Reinforced Kammerband von Tasmanian Tiger ist eine coole Erweiterung für euren Tasmanian Tiger Plattenträger, aber auch für jeden anderen Plattenträger, der auf der Rückseite über ein Klettmodul verfügt und auf der Vorderseite mit Rock verschließbar ist. Hier habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit, mit Molletaschen oder eben mit den SPS-Taschen von Cry Precision zu arbeiten, um hier schnell die Setups zu ändern und auf jeden Fall auch eine Struktur zu haben, um mit Seitenplatten arbeiten zu können, damit ihr optimal ausgestattet seid. Ihr bekommt den Reinforced Kammerband vom Tasmanian Tiger überall dort, wo man Produkte von Tasmanian Tiger kaufen kann. Der Link zum Hersteller ist unten eingeblendet. Was sagt ihr zu dem Kammerband? Schreibt es uns in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer an dieser Stelle liken, Abo und die Glocke klicken. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.